Hallo, Entschuldigung, wohin fahren Sie denn? Eisenstadt. Würden Sie mich ein Stück mitnehmen? Nein, sorry. Okay, gut, danke schön. Hallo. So, hallo. Grüß Gott, wohin fahren Sie denn? In Urlaub. In Urlaub? Ja. Nach Kärnten. Ah, nach Kärnten. Oh, ja. Wir verlaufen uns in Kärnten. würden Sie mich zufällig ein Stück mitnehmen? Ja, Sie haben ganz in einem Bagelträger sitzen, wollen das alles frisch. Verstehe, gut. Das ist der Revol. Ah, danke schön, danke. Dürfte ich das suchen, wenn Sie fahren? Warum? Weil ich eine Mitfahrgelegenheit suche. Da dachte ich mir vielleicht... Na, was ist das? Dass ich vielleicht bei Ihnen mitfahren kann. Ich bin auch nicht nervig, überhaupt nicht. Warst man nicht, jetzt. Aber warum nicht? Ich habe ein Lächeln aufgesetzt. Warum nimmst du nicht den Bus? Weil ich kein Geld habe für den Bus. Vielleicht außer hätte ich Geld. Aber ich bin echt sympathisch und ich bin nett. Ich kann auch die ganze Zeit still sein. Kann nichts machen. Oder lächeln. Ist das jetzt ein Ja? Können wir nicht vielleicht irgendwas spielen? Jägerstand, Berufe raten, irgendwie so ein Scheiß. Ich hab kein Internet mehr, mir ist fad. Bist du eigentlich immer so schlecht drauf oder liegt das an mir? Was machst du so? Also jobmäßig? Bauingenieur. Ah, und was macht man als Bauingenieur? Gebäude planen, sowas. Spannend. Was ist los? Nichts ist los. Warum? Was ist das? Was heißt das? Das ist die Rune Uruz. Steht für einen Neubeginn und für die schöpferische Kraft von männlichen Weiblichkeit. Hast du ein Tattoo? Warum nicht? Warum schauen? Naja, weil ja jedes Tattoo irgendwas aussagt und etwas macht. Zum Beispiel das ist ein Neubeginn. Ja, und jetzt hast du das tätowiert und was ist jetzt mit dem Neubeginn und mit der schöpferischen Urkraft? Passiert jetzt irgendwas? Ja, das ist schon. Wie alt bist du eigentlich? 18. Warum fragst du? Weil ich keine Schwierigkeiten will, keine Probleme, wenn ich da mit dir in der Gegend herumfahre. Ich bin 18, also du wirst keine Probleme haben. Mit 18 gibt es überhaupt nichts anderes als Probleme. Das weißt du? Na sicher, ich war ja auch mal 18.
Merkt man irgendwie gar nicht so unentspannt, wie du die ganze Zeit bist. Aber du bist ja zum Glück so ausgeglichen. Ich hab dich gesucht. Ich hab einen Hunger gehabt. Du? Ja, ich auch. Gut. Willst du mir erklären, warum du mich anschwindelst? So, was darf das sein, bitte? Eine Cola, bitte. Und zum Essen? Nichts, danke. Und für deinen Papa? Er ist nicht mein Papa. Ne. Für mich ein Omelette und für Sie Pommes frites, bitte. Also ein Cola, ein Omelette und eine Pommes. Kommt gleich. Jetzt sei nicht so lächerlich und ist, was zahle ja eh ich. Warum denkst du, dass ich dich anschwindle? Ich weiß, dass du nicht 18 bist. Ist der Ernst, hast du meine Sachen gekramt? Kramst du meine Sachen und willst mir irgendwas erzählen von lächerlich? Ich will ein geschissenes Essen nicht. Sag, ich bin ja für dich verantwortlich, wenn du bei mir mietfährst. Wie stellst du denn das vor? Verantwortlich? Ja, danke für dein großes Mitgefühl, gell? Ich kann auf mich selber am besten aufpassen. Das habe ich schon immer gemacht und das werde ich auch immer tun. Wenn wir jetzt da was essen, dann rufen wir deine Eltern an und dann bringe ich dich zurück, verdammt. Nein, jetzt definitiv nicht. Wir gehen jetzt zu deinem Auto, wir holen meinen Rucksack und ich fahre woanders mit. Entschuldigung, darf ich fragen, wohin Sie fahren? Wieso? Weil ich jemanden suche, der mich mitnimmt. Wohin ist denn? Italien. Das ist aber schon ein Stickel. Ja, darf ich jetzt mit? Ja, aber sonst geht gar nichts. Ich habe aber kein Geld. Wenn ich Geld hätte, würde ich immer in den Zug fahren. Ja, aber ich muss auch zahlen für Maut. Diesel, Kaffee, Jausen, das kostet alles sehr Geld. Das heißt? War nur ein Schmäh. Kannst du eh mitfahren. Steig ein. Was ist jetzt?
Bist du von zu Hause abgehauen? Ja, ich musste. Immer dieser geschissene Streit. Und ich mache immer alles falsch. Nein, nicht einmal kommt es drauf, dass sie auch mal Sachen falsch machen kann. Nicht ein einziges Mal. Und dann kann ich nicht mehr traurig sein. Dann kann ich einfach nicht mehr traurig sein, weil dann sagt sie, ja, ich bin doch auch traurig. Ich habe doch auch so ein schweres Leben, Sophia. Ja, wow. Ich habe auch ein schweres Leben. Mir geht's vielleicht auch manchmal scheiße. Warum darf ich das nicht zeigen? Kann man nicht mal auf meine Sachen eingehen? Anstatt immer auf ihre? Da kann der Papa nicht helfen, wenn ihr streitet. Nein, der ist abgehauen, als ich noch nicht mal auf der Welt war. Meine Mama sagt immer, es ist gut, dass er weg ist, weil er ein Arschloch war. Aber sie sagt über jeden Typen, dass er ein Arschloch ist. Über jeden. Weißt du, wo er ist? Ja, in Verona. Da kommt er her. Ich glaube, ich will gar nicht wissen, wo er ist. Warum hast du das gemacht? Was? Ich wieder mitgenommen. Wieso? Ich hätte mir sonst Sorgen gemacht. Hast du eine Familie? Nein. Warum nicht? Wieso? Hast du eine Frau? Nein. Ja. Magst du eine Familie? Nein. Warum nicht? Weil ich das nicht will. Bin okay damit, allein zu sein. Jetzt. Magst du Kinder? Na, das wäre ja dann eine Familie. Nein. Meine Freunde zum Beispiel sind auch meine Familie. Also so gesehen habe ich eine Familie, weil ich habe ein Aquarium. Aber das ist doch dann eine Großfamilie. Fürs Zugticket nehmen. Pass auf dich auf. Michael, danke für alles. Hallo Mama.